Willkommen zurück zu Let's Play WoW Lore. Wir sind wieder in Lochmodan mit unserem Schamanen Kaltros. Das letzte Mal haben wir die Achse des Grässlichen, die Koalition zwischen Gnollen, Murlocs und Trollen aufgehalten. Und nun widmen wir uns den weiteren Aufgaben, welchen wir haben, von denen ich noch nicht genau weiß, um was es sich hier handelt. Und ich vermute, dass das jetzt nur eine Quest ist, welche ich eigentlich gar nicht machen will. Richtig. Obwohl, wisst ihr was? Nehmen sie einmal an, schließe sie schnell ab. An der Halloween wieder Subs und wir sind ein kleiner Gnome-Pirat. Geil. Nice. Ich würde sagen, ich bleibe auch erstmal der Gnome-Pirat, weil irgendwie hat das was. Oh, haben wir irgendwas Schönes hier drin? Ein paar Süßigkeiten. Ja, Maskierterfolg. Schön, den habe ich schon mindestens Dutzend Mal mit tausenden Trinks abgeschlossen. Und süß und saures, das ist die Währung für. Wie heißt's? Für die Items, welche man bei den Schlotternächten kaufen kann. Allerdings bin ich bei den Schlotternächten etwas faul momentan schon, da ich einfach noch gar nichts gemacht habe. Und warum laufe ich eigentlich hier hin? Ich schreite nur drauf mich los und laufe ins Nirvana. Naja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Schlotternächte. Ich als Sammler bin ja eigentlich hinterher, alles zu sammeln in dem Spiel, was es gibt. Jedoch war ich einfach faul und hatte keinen Bock auf die diesjährigen Schlotternächte. Dass ich so gut wie noch gar nichts gesammelt habe, was es da gibt, generell, weil ich auch die letzten Jahre, damals war ich noch nicht so aktiv im Sammeln, das habe ich erst innerhalb des letzten Jahres angefangen. Und ja, dementsprechend auch beim Reiter, normalerweise würde ich das täglich mit tausenden Twinks durchziehen, allerdings habe ich einfach keine Lust und ich weiß nicht warum. Aber jetzt erstmal zurück zu unseren Quests hier. Ja, ein Hornhelm, der einen Hornhelm trägt. Wie geht's? Nachschub für die Ausgrabungsstätte. Eisenband hat südöstlich von hier eine Ausgrabungsstätte, für die er ordentlich Sprengstoff von der Liga geschickt bekommen hat. Hulda, Miran und Zayan sind gerade mit der letzten Ladung los und können wahrscheinlich Hilfe gebrauchen. Weit sind sie sicher noch nicht gekommen, so stark wie sie sind. Mit vollen Fässern ist man nicht so schnell. Sie haben den normalen Weg zur Ausgrabungsstätte eingeschlagen, durch das Südtor und am Loch vorbei. Versucht sie einzuholen und ihnen zu helfen, ja? Okay, dann gehen wir die dreimal finden und daher, dass die dahin gehen, können wir uns danach ja nochmal hier den nächsten Geheimdienstbericht, oder wie es, was es nochmal genau war, besorgt, da dieser sich hier an der Höhle befindet, von der Riesenspinne. Und nein, selbst wenn die Riesenspinne da ist, ich werde sie nicht umhauen, denn, naja, dezente Spinnenphobie und so. Ich hasse es ja auch schon, hier Spinnen zu killen. Aber das Schlimmste sind immer noch die Spinnen in Maldraxxus in Shadowlands. Boah, ekelhaftes Viecher. Wer kam eigentlich auf die Idee, dass man Riesenspinnen irgendwie ins Fantasy bringen muss? Ich weiß, Arachnophobia oder wie der Film hieß, wo eine riesige Spinne die Stadt überfallen hat. Ich glaube zumindest, dass der war. Ich habe sowas mal gesehen, als ich noch ein kleines Kind war. Das war richtig creepy. Du schaust diesen Film und kriegst riesig Schiss, weil, naja, du generell schon eine Spinnenphobie hast und dann siehst du einfach eine fucking Riesenspinne. Ja, finde ich sehr unsensibel. Vor allem, weil das einfach mal so mittendrin kam irgendwie. Ich weiß nicht mehr, was ich da geguckt habe. Aber ist ja auch wurscht. Aber das Schlimmste ist momentan auf Netflix, da ich ja gerne mal zocken nebenbei meine Serien schaue. Jetzt haben die da irgendwie die Preview von Lock and Key. Und, naja, da ist aber eine fucking Riesenspinne direkt an dem Preview-Banner. Warum auch immer. Das geht mir jetzt dann auf den Sack. Ich habe jetzt sie mal angegeben, dass das nichts für mich ist. Und ich hoffe einfach mal, dass das jetzt nicht mehr aufploppt. Aber genug von Spinnen. Hier ist Hulda. Redet mit mir. Ha! Es braucht mehr als einen Hinterhalt der Dunkeleisenzwerge, um uns aufzuhalten. Was? Aber Zayan, ich hätte nie gedacht, dass er ein Superdisant ist. Wir arbeiten schon seit fast einem Jahr mit ihm zusammen. Vielleicht habe ich ihn nur nicht richtig. Vielleicht habe ich nur nicht richtig aufgepasst. Ich werde mich später darüber sorgen. Oh nein. Beschützen der Fracht. Wir müssen dieses Pulver zur Eisenbahn bringen, aber der Wagen fährt nirgendwo mehr hin. Das ist eine Menge zu schleppen und diese Gegend kann gefährlich sein. Und wer weiß, was die Dunkeleisenzwerge für uns auf Lager haben, nun da Zayan zu ihnen gestoßen ist. Mir wäre viel leichter zumute, wenn ihr mit mir Ausschau halten könntet. Miran kann die Pulverfässer im Lager abladen, während ihr und ich den Wagen bewachen. Oh je. Aber ich glaube, das Piratenkostüm ziehen wir jetzt auch mal aus. Ich bin weg. Pass auf euch auf. Ich komme so schnell nicht zurück, wie ich kann.
Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Hierbei zu schätzen. Wir hätten Zane niemals für einen Sympathisanten gehalten. Wir waren darauf nicht vorbereitet. Wir benötigen euren Brennstoff. Es wird mir eine Freude sein, euch dafür zu töten. Sehe ich jetzt halt mal gar nicht so ein. Ich hau dir lieber meine Äxte zwischen den Schädel. Mein Sprengstoff, also den Sprengstoff von Eisen, von Loch Modan, bekommt ihr nicht. Na? Noch mehr, die Prügel wollen? Na? Komm schon. Don't you say it. Müsst die nicht eigentlich von alleine herkommen? Ah, jetzt. Tut mir leid, Hulda, aber anscheinend habe ich euch in die Irre geführt. Ach, was du nicht sagst. Du bist ja ein ganz heller. Jetzt, komm. Ja, ist gut. Gut gemacht. Ich bin froh, dass Rache an diesem Verräter geübt wurde. Geht voran und nehmt den Pfad, den Miran in Richtung Osten genommen hat und lasst Ausgrabungsleiter der Eisenbahn wissen, dass wir bereit sind. Dass wir bereit sind. Ich bin sicher, dass er ebenfalls Arbeit für euch hat. Ja, wir gehen gleich zur Eisenbahn-Ausgrabungsstätte. Aber jetzt müssen wir erstmal zu dieser Höhle hoch, denn dort war ja noch einer dieser Geheimdienstberichte. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, war in der Ausgrabungsstelle selbst auch nochmal einer. Und dann hier oben bei der Festung und hier in dem Lager von dem Schattenhammer-Clan. So. Ja, da ist der Geheimdienstbericht. Und die Riesenspinne ist da. Nein, ich werde es mir nicht angucken. Gestohlenes Dokument. Deine Forscherliga. Ach, gestohlene Dokumente, nicht Geheimdienstberichte. Ich will jetzt bei Geheimdienstberichten. Auf diesem Dokument ist das Wappen der Forscherliga und es ist mit historischen Informationen zu den wichtigen Orten in Loch Modan beschriftet. Rußige Flecken auf dem Papier lassen euch darauf schließen, dass es wahrscheinlich von den Dunkleisenspionen dagegen gestohlen wurde. Ihr erinnert euch an die als gestohlen gemeldeten Dokumente der Forscherliga in Tel Samar. Ja, leider können wir das Ganze nicht lesen. Aber wir machen es einfach direkt auf den Weg zur Ausgrabungsstätte. Und geben das später dann ab. Weil wir wieder mal Richtung Loch Modan kommen. Also spätestens wenn wir hier zur Jagdhütte der Weltenwanderer gehen, weil dort ja auch ein Flugpunkt ist, fliegen wir dann einmal rüber. So, der Ausgrabungsleiter Eisenband. Wie geht's? Ihr bringt Besorgnis. Upa, sorry. Aber Schluck auf. Ihr bringt besorgniserregende Neuigkeiten. Wenn ich nur daran denke, dass die Dunkleisenzwerge Sympathisanten haben, die solches Material für ihre heimtückischen Pläne beschaffen können. Doch das ist eine Angelegenheit, um die sich jemand anderes zu gegebener Zeit kümmern muss. Hab Dank, dass ihr Hulda und den Wagen beschützt habt. Ja, das ist doch kein Problem. Wir helfen doch gerne aus. Wir haben in der Ausgrabungsstätte ein paar unglaubliche Artefakte gefunden. Es ist nicht leicht zu glauben, dass sie wirklich alle authentisch sind, aber es könnte sich dabei um historisch wichtige Entdeckungen handeln. Leider haben wir durch den Überfall der Trox Zugang zu drei der wichtigsten Funde bisher verloren. Ich fürchte, dass die Trox haben sie während unserer Abwesenheit gestohlen oder zerstört. Begebt euch zur Ausgrabungsstätte und findet die ungeschützten Riesen, die übertrieben gekleidete Frau und die zerbrochene Schrifttafel und stellt sicher, dass sie noch intakt sind. Hast du dir eigentlich gerade selber zugehört? Die zerbrochene Schrifttafel? Soll ich sicherstellen, dass sie intakt ist? Okay. Ach ja, und übrigens, Hände weg von unseren Gütern. Ganz vergessen, den Questnamen vorzulesen. So, aber wir haben neue Handschuhe, die nehmen wir doch gleich mit. Ja, dann haben wir noch Magma Todesstreich. Du hast ein fancy Bart, Kollege. Vor einer Weile, kurz bevor die Trox in der Stätte auftauchten, fanden wir eine große Anzahl merkwürdiger, verzierter Götzen. Leider hatten wir keine Gelegenheit, sie zu untersuchen. Denn kurz nach ihrer Entdeckung haben uns die Trox aus den Ruinen verjagt. Und diese Götzen haben eine seltsame Wirkung auf die Trox. Sie verfallen dadurch in Raserei. Bringt mir 8 Götzen. Ich muss sie studieren. Und ich will sie nicht mehr in den Händen der Trox sehen. Ihr könnt die Götzen bei den Trox finden, die die Städte heimsuchen. Ja, das habe ich jetzt beim dritten Mal auch verstanden. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Mal hier mal ein bisschen verkaufen. Was ist das hier? Stoff? Okay, das habe ich, ja. Systemok habe ich schon und den ganzen Müll hier brauche ich nicht. So, weg damit. Lieb dieses Addon. Es ist so toll. Bam, alles verkauft. So. Auf zu Troll. Trockjagd. Ist jetzt hier noch ein anderer unterwegs, oder was? Ach, nö. Ach, ich wollte auch alleine hier unterwegs sein. Aber hier ist noch so ein Geomant.
Ja, die haben ja alle die Götzen, ne? Dann Tooltip dazu? Nö. Wow. So. Hey. Partytime oder was? Ja, Mann. Hier, komm. Flammenschock ins Gesicht. Oh, atomiger Schlag. Easy. Und hier war dann noch das nächste Dokument. Zerstören. Ja. Ihr wollt. Ihr seid so wortreich, das ist faszinierend. So. Dokument der Forscherliga 4 von 5. Ja gut, das brauche ich nicht mal vorlesen. Das ist ja genau dasselbe, was bei dem anderen auch stand. Jetzt gucken wir mal, dass wir die ganzen Dinger finden, die wir da suchen. Oh! Ein Ramop! Ein Schamane namens Kaltros. Ihr werdet ein leckeres Frühstück abgeben. Erstens war so besonders mein Name. Zweitens, nein. Oh, geil. Der Ramo hat uns Level 20 beschert. Das ist natürlich mega. Und noch einen Gürtel gedroppt bekommen, aber der ist Leder. Das will ich nicht. So, wir haben jetzt noch einen PvP-Platz. Und wir könnten theoretisch den Kriegsmodus aktivieren, aber das wäre für das Let's Play, glaube ich, ungünstig, weil für den Fall der Fälle, dass es hier doch irgendwo einer rumgeistert, ist das eher Quatsch. PvP-Talent, da werde ich jetzt auch einfach irgendwas nehmen, weil ich hier sowieso kein PvP anmache. Aber ich werde jetzt mal hier einen kurzen Cut machen und mir das schnelle Reiten besorgen. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit der zweiten Reitgeschwindigkeit. Bis gleich. Und mit schnellem Reiten gehen wir weiter zurück in den Steinbruch. Ja, ich komme gerade von der Jagdhütte der Weltenwanderer, denn ja, war einfach kürzer als nochmal nach Luftmutter anzulaufen. Au. Ja, erstmal voll heilen. Und sämtliche Buffs sind auch rausgelaufen. Geil. Dann wollen wir gleich mal schön nachbuffen. Und dann gehen wir mal die ganzen Dinge untersuchen. Und ja, wem es auch gefallen ist, ich habe meinen Questlog ein bisschen verschoben. Was ich eigentlich schon vor Ewigkeiten machen wollte, aber nie rausgefunden habe, wie ich es mache. Bis mir dann durch Zufall aufgefallen ist, dass ich das Ganze über Sexy Map machen kann. Und wir haben eine neue Fähigkeit für mich gerade auf. Sturmschlag. Lädt eure beiden Waffen mit Blitzen auf. Und versetzt eurem Ziel einen heftigen Schlag, der insgesamt ja, der körperlichen Schaden verursacht. Wir wollen ja jetzt nicht genau sagen, wie viel. Das juckt ja nicht. Aber ganz geil. Sollen wir nochmal. Bam! Richtig fetten Schlag. Und der umgestürzte Riese, der ist immer umgestürzt und sieht so weit intakt aus. Bis auf, dass er vergraben ist. Dann. Gehen wir mal darüber zu was auch immer da ist. Die übertrieben gekleidete Frau. Oh, den nehmen wir auch mit anscheinend. Gut. Soll mir recht sein. Ja, sorry, falls ich ein bisschen ins Mikro schliefe. Ich bin ein klein wenig erkältet. Was mir ziemlich auf den Senkel geht. Weil das schon wieder 3 Wochen oder so anhält. Dezent nervig. So, Steingötzen haben wir genug. Ja, du wirst mich nicht vernichten. Ich glaube, ich wollte es nicht jedes Mal vorlesen, wenn die vernichten, zerstören oder verstückeln oder was auch immer sie alle sagen. Sagen, tun, hätten, hätten, bla bla bla. Und die übertrieben gekleidete Frau ist die Freiheitsstatue. Okay. Artefakt mit der zerbrochenen Schrifttafel. Wo ist die denn? Also, die wird ja gar nicht auf der Karte angezeigt. Gute Frage. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es wahrscheinlich irgendwo hier hinten sein wird dann. Hier in diese Richtung. Na, bis jetzt sieht's mal aus. Nehmen nur einen Trocken nach dem anderen auseinander. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding ist. Bin ich ehrlich zu. Ich muss auch sagen, dass ich das ein oder andere Guide-Addon die ganze Zeit benutze beim Leveln, deswegen merke ich sowas nie. Aber das muss doch hier irgendwo in der Nähe sein. Ist das da vorne? Oder ist das nur ein riesiger Fels? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade echt überfragt. Nein, hier geht es nicht rein. Und oben war es auf jeden Fall nicht. Das, daran kann ich mich erinnern, als ich das letzte Mal gespielt habe. Vielleicht hier am Ende von dem Ding? Weil da oben war es ja nicht. Ah!
Aha! Sehr gut. Ne, den lassen wir jetzt gepflegt stehen. Wir gehen einfach weiter. Beziehungsweise wieder zurück. Und geben unsere beiden Quests ab. Und dann gucken wir mal, ob die weitere Aufgaben für uns haben hier. Oder ob wir schon weitergehen zur Jagdhütte. Schauen wir mal hier an. Magma. Hallo. Habt ihr die Götzen? Müssen sie studieren und Eisenschmiede von unseren Ergebnissen berichten. Ja, ich habe die Götzen. Ihr habt sie? Gut gemacht, Kaldros. Ihr seht nicht einmal besonders ausgeschlagen aus, trotz all der wild gewordenen Trocks. Ich werde euch im Auge behalten. Ihr seid vielversprechend. Danke, sehr zuvorkommend. Aber wir nehmen mal neue Schuhe. Oh, die sind doch ganz nice. Warum sind sie auch noch aufgewartet worden? Nice. So, Eisenband. Oh, das ist gut. Ich bin erleichtert. Ich war wirklich besorgt, dass sie wären inzwischen alle kaputt. Vielen Dank, dass ihr nachgeschaut habt. Gerne schön. Ach, ist das tatsächlich der noch die Quest? Ich dachte echt. Na toll. Jagdanschluss. Ihr habt den Kampf sicherlich in euch. Wisst ihr, östlich von hier sind bei der Jagdhütte ein paar Jäger hoch in den Bergen. Die könnten einiges von euch mit euch gemeinsam haben. Warum besucht ihr sie nicht und findet heraus, ob sie interessante Arbeit für euch haben? Okay, dann gehen wir doch schon zur Jagdhütte. Dort war ich mich auch, also dort haben wir dann wieder einen Ruhepunkt. Das heißt, ich würde einmal dort unseren Ruhestein wieder setzen, dass wir nicht, dass wir dann uns einfach zurückporten können, falls wir irgendwelche längeren Wege haben. Ich weiß es nämlich echt nicht mehr, wie die Wege zurückzulaufen sind. Dann schauen wir mal, wie weit wir, was wir da genau zu tun haben. Und ich würde sagen, dass wir vielleicht erstmal schön nach Telsamar fliegen und die Dokumente, obwohl, nee, behalten die Dokumente erstmal. Und sobald wir dann hier das da und das da gesammelt haben, was ja auch noch kommen wird, werden wir alle auf einmal abgeben. Das ist, glaube ich, die sinnvollere Variante. Ja, der Eingang von der Welten, der Jagdhütte, der ist natürlich hinten. Dementsprechend dürfen wir einmal außen rumlaufen. Und ich muss auch sagen, das sieht sehr nachtelfisch aus. Also ich glaube, die Nachtelfen haben sich hier auch irgendwo eingenistet. So. Das ist ein Stallmeister, da wollen wir nicht hin. Das ist eine Büchsenmacherin, ein Bogenmacher. Ja, bei der Schnuppe. Wir haben hier noch Sicherheitsbeauftragte Pipsi. Seid gegrüßt! Disteln im Dickicht. Es ist die Jahreszeit der Dolchdisteln. Dolchdistelsamen sind zu 89% der durch Samen verursachten Verletzungen bei Jägern verantwortlich. What? Ihr werdet Dolchdistelsamen zum größten Teil in den unteren Waldländern nördlich der Jagdhütte finden. Man findet sie gewöhnlich auf dem Boden bei Bäumen und sie werden euch Stechen und Schmerzen zufügen. Ah, danke. Ich würde euch ja den Rat geben, einen Bogen um sie zu machen, aber ich brauche jemanden, der mir hilft, sie aus Sicherheitsgründen zu entfernen. Kriegt mir die Dolchdistelsamen, damit andere sie nicht verletzen. Danke. Wirklich. Danke. Da hinten haben wir Daryl, den Jüngling. Schönen guten Tag. Die Freuden der Eberjagd. Versucht eure Aufregung zu zügeln, Kaldros. Denn ihr befindet euch in der Gesellschaft des besten Eberjägers in Azeroth. Ihre Durchtriebenheit, ihre rasende Geschwindigkeit, die extreme Stärke und die widerstandsfähigen Jäger, ja, Eber sind nur die Beute der meisterlichsten Jäger. Anfänger brauchen sich gar nicht erst bewerben. Ich wette, ihr habt noch nie so ein exotisches Tier gejagt. Ich halte jede Wette, dass ihr meinen Rekord von 10 getöteten Ebern nicht einstellen könnt. Versucht es mit denen an der Ostseite des Lochs. Aber tut euch nicht weh, Grünschnabel. Alter. Der Rekord sind 10 Eber. Junge. Nee. Da fällt mir nichts so ein. Gehen wir erstmal. Eigentlich wollte ich die Quest hier abgeben. Da. Marek Eisenherz. Was hast du Schönes für uns? Schön, euch zu sehen. Hier in der Jagdhütte der Weltenwanderer schätzen wir Jägerfertigkeiten höher als alles andere. Möchtet ihr meine Billigung? Die müsst ihr euch verdienen. Aktanschluss. Hallo auch, Junge. Die Gebirgsjäger haben euch geschickt, hä? Ich glaube, wir haben die Arbeit, nach der ihr sucht. Willkommen in der Jagdhütte der Weltenwanderer. Seid ja. Hornissenjagd. Wir suchen immer nach neuem Wild. Daryl mag seine Eber ja lieben, aber der Rest von uns bevorzugt etwas exotischere Dinge. Ja, warum wohl? Nun, ich würde niemals behaupten, dass es gut war, den Loch trocken zu legen, aber es gab einen Lichtblick.
Der sumpfige Untergrund hat neue Beute hervorgebracht. Hornissen. Und obendrein noch riesige Hornissen. Nicht viele Jäger haben sich mit so riesigen Insekten gemessen. Das ist ziemlich neu. Ich möchte gerne, dass ihr es versucht. Ich biete euch eine Wette an. Bringt mir einige dieser wunderschönen glänzenden Flügeln von ihnen und ich bezahle euch. Okay. Eine Handvoll Fuchsschwänze. Wir haben in letzter Zeit mehr Füchse hier in den Hügeln gesehen. Sie sind gerissene Wesen. Sie sind ein guter Test für die Fähigkeiten eines Jägers. Und sie bringen einen schönen Profit. So. Wegen ihrer Schwänze, mein Freund. Sie sind schön und buschig. Man kann sie an einem Gürtel hängen, um Flöhe abzuwehren. Oder man kann mit ihnen die Handschuhe eines modebewussten Edelmannes füttern. Aber ich plappere nur daher. Ich bin zwar kein Goblin und die Spannung liegt in der Jagd. Doch wenn ihr ein paar Fuchsschwänze bringt, werde ich euch gerne dafür bezahlen. Ihr findet die Füchse nördlicher Jagdhütte in den unteren Badländern. Okay. Sorry, gerade mal Luft holen müssen. Ich bin total... Ja, meine Nase ist komplett dicht gerade. Mal hier noch Bingles... Bingles Blasenheimer. Bingles. Ich nehme einfach Bingles. Bingles Blasenheimer. Verrückt nach Flügeln. Ich habe die Nase von Gyrokopter voll. Klar, sie erfüllen ihren Zweck, aber seit wann hat das einem Gnome jemals gereicht? Ich will richtig fliegen. Mit Flügeln. Ich beobachte seit Jahren Vögel und versuche hinter das Geheimnis zu kommen. Wie man eine Maschine baut, die genau wie sie fliegen kann. Diese eleganten Aufschwingen und Herabstoßen. Der Wind, der über die Flügel streicht. Ah. Hier. Ihr könnt mir helfen, ich brauche die besten Flugfedern, die ihr auftreiben könnt. Die goldenen Adler, die in der Nähe der Jagdhütte kreisen, wären eine ausgezeichnete Wahl. Okay. Ja, der ist eindeutig verrückt. Moment, ich muss mich am Ochse, liegt wieder ein bisschen. So. Ja, dann fangen wir erstmal hier an mit den Federn, würde ich sagen. Huch. Hallo. Wo kommt denn dieser Luchs her? So. Nuklux. Wir haben hier einen Vogel umzuhauen. 40 Meter Range. Oh, wie geil. Komm. Der braucht eh eine halbe Stunde, bis er da ist. So, jetzt aber hier. Danke. Hat er natürlich keine für uns. Uhr? Na, komm. Mal schauen. So eine schöne goldene Feder für uns. Oh, yeah. Eine makellose Flugfeder. Perfekt ausbalanciert. Mhm. So. Perfectly balanced as all things should be. Sorry. Musste gerade zitieren. Das hat sich mir nicht nehmen lassen. Ja, den Kass hätte ich mir jetzt doch sparen können. Egal. Komm. Gute Nacht. Und noch eine Feder. Geil. Ich habe mal Glück und der ist auch noch direkt die nächste. Ich glaube es nicht. Komm. Komm näher, Vöglein. Und gute Nacht. Hey, jetzt. Natürlich nicht. In Luchs habe ich jetzt keine Lust, aber da ist nochmal so ein Goldadler. Ja, wunderbar. Dann komm her. Bam. Und Lavapeitsche. Und der Luchs kommt auch noch dazu, natürlich. Den ich eigentlich stehen lassen wollte. Ja, dann wirst du halt eben nicht verschont. Und der hat natürlich auch keine Feder, dieser blöde Vogel, ey. Komm mal, du da, hier. Du bist wie versprechend, ne? Ja, sehr schön. Auf hier zurück zu den Jägern. Hier hoch? Das wäre natürlich... Mega geil. Nee, kommen wir nicht. Schade. Dann müssen wir doch einmal außen rumlaufen. Wäre ja auch zu schön gewesen. Das Schafe könnte man theoretisch auch jagen, aber nee, ich will jetzt eigentlich kein Schaf töten. Ach, aber ich wollte ja noch hier einmal Ruhestein festlegen. Willkommen in der Jagdhütte der Weltenwanderer, Kaltros. Seid vorsichtig. Ja. Dankeschön. Die besten Federn sind gerade gut genug. Aha. Hier. Wunderschön. Ihr habt einen Blick für Qualität. Wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Offensichtlich könnt ihr euch für Flügel und Federvieh begeistern. Also könntet ihr mir noch weiterhelfen.
Oh je. Ein schräger Vogel. Ich habe meine Traummaschine fast perfektioniert. Den Himmelsschreiter. Den weltweit ersten fliegenden Roboschreiter. Aber naja. Als ich in meinem geheimen Höhlenlabor letzte Hand daran anlegen wollte, wurden meine anderen Kreationen eifersüchtig. Mechanischen Vögeln eine Persönlichkeit zu geben, war wahrscheinlich von Anfang an eine schlechte Idee, aber daran ist nun nichts mehr zu ändern. Ich brauche das supermechanische Robo-Dings aus dem ursprünglichen Himmelsschreiter, wenn ich ihn neu bauen will. Bitte dringt in die Höhle ein und bergt es für mich. Alter, bist du für ein Inkompetenter? Okay, dann gehen wir mal in diese Höhle und bergen das Teil. Ich habe nur keine Ahnung. Ich hoffe, dass ist das der Höhleneingang da vorne? Ach du Scheiße. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir diesmal keine Luchse mitnehmen. Und ich habe jetzt echt keinen Bock, mich eigentlich durch die gesamte Riesenhöhle zu prügeln mit den ganzen Robo-Viechern. Aber ich scheine jetzt hier keine andere Möglichkeit. Naja. Gut. Dann halt eben doch so. Dann würdest du mich wieder in Ruhe lassen? Danke. Ja, gut. Wir haben Level 21. Kettenheilung. Heilt das verbündete Ziel. Und springt dann auf die zwei am schwersten verletzten Verbündeten in der Nähe über, um sie zu heilen. Mit jedem Sprung verringert sich die Heilung um 30%. Ja, brauchen wir nicht. Wir sind kein Heiler. Halten wir mal drin, für den Fall der Fälle, dass der Fall eintritt. Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir hier lang? Das Höhlensystem ist mir ziemlich bekannt, da es nicht das erste Mal ist, dass dieses Layout genutzt wurde. Entsprechend würde ich sagen, dass wir einmal hier rangehen. Schön die ganzen eifersüchtigen Roboter umhauen. So werden sie es nicht umhauen lassen. Oder Kaltros aufhauen will. Komm, danke. Uns stellt sich niemand in den Weg. Wir nehmen jeden Roboter auseinander, der sich uns vor die Füße stellt. Oder vor die Äxte. Oder den Iro. Wie auch immer. Boom. Kaputt. Easy. Mal die stehen lassen? Nee. Ah ja, klar. Wäre auch zu schön gewesen. Ey, Carsten wollte ich nicht. Hallo. Oh, nochmal ein Rammer. Optimo. Ist das jetzt echt eine Anspielung auf Optimus Prime? Also von den Farben her geht das schon sehr nah. Alter. Neue Armschienen? Stoffarmschienen. Hm, den Müll brauche ich nicht. Komm. Okay. Wir sind zu fett für die Höhle. Dann müssen wir eben doch hier lang gehen. Oh, da hinten ist er. Der Himmelsschreiter. Der verrostete Himmelsschreiter. Der Himmelsschreiber sitzt schweigend da. Seine Chance, davon zu fliegen, ist vertan. Eine auffällige Klappe an seiner Vorderseite trägt die Aufschrift SRD. Aha. Ihr öffnet die Klappe und findet ein beeindruckendes mechanisches Gerät, das einige Kabel, Zahnräder und wer weiß was noch angeschlossen ist. Es lässt sich ohne Schwierigkeiten lösen. Zeit, es zu Bingles zurückzubringen. Okay, jetzt müssen wir zurück. Dann nehmen wir den Halfstone und die Schnellvariante. Denn ich habe keine Lust, mich nochmal durch diese Riesenhöhle zu prügeln. Das ist mir dann doch etwas zu nervig. Hallo, Bingles. Perfekt. Ich habe jetzt die perfekte Flügelbalance und habe alle Teile, die ich benötige. Alles, was noch fehlt, ist ein Pilot. Ja, aber wir spielen eben heute nicht mehr der Pilot, denn wir haben genug geschafft. Wir haben eine Ausgrabungsstätte überfallen. Wir haben schnelles Reiten gelernt und springen fast von der Jagdhütte runter. Ja, und dann noch Vögel gejagt für den und eine mechanische Höhle zerlegt. Oder wie auch immer man das nennen will. Also, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir den Testpiloten spielen. Yay. Bis dann. Bye.